erste goldene Empfehlung, die wir machen. Ich bin viele. Das Individuum, das sogenannte Untrennbare, mein Ich-Bewusstsein wird von vielen, vielen Faktoren bestimmt und ist in unterschiedlichen Situationen Teil eines Programmes, das unterschiedliche Persönlichkeiten in den Kapitänsstuhl hieft, auf den Thron setzt. Es übernimmt eine Persönlichkeit je nach Kompetenz und natürlich auch je nach Temperament an verschiedenen Stellen die Führung. Das sind dann nicht dieselben Wesen. Ja? Wenn man sich das einmal bewusst macht, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die tatsächlich immer und immer wiederum an die Oberfläche kommen und uns übernehmen, wird es wesentlich leichter, mit unterschiedlichen Formen von Konflikten, Triggerpotenzialen umzugehen. Wir sprechen in diesem Modell einmal das an, was Carl Gustav Jung mit den Animus Anima und den Archetypen sowie dem kollektiven Unterbewusstsein beschreibt. In Daman Hur wird eben die Scuola di Personalità beschrieben, wo mindestens 12, wenn nicht sogar mehr Persönlichkeiten eine Gemeinschaft in uns bildet, die nicht immer mit sich konform geht. Das heißt, wir haben schon höchst großes Konfliktpotenzial in unserem Inneren, und wenn das noch nicht bewusst ist, dann ist es fast unmöglich, in Gemeinschaft wirklich den Frieden zu finden, denn wir tragen unsere Konflikte in diese Gemeinschaft mit.